Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Dude Yourself Inspiration und herzlich willkommen zu einer Getränke-Challenge. Genau, einer ganz besonderen Challenge. Wir waren einkaufen und haben 10 Capri-Sonne Getränke gekauft. Genau, Mango-Maracuja, dann haben wir Powerade, wir haben Coca-Cola, ganz klassisch. Arizona Iced Tea mit grünem Tee. Olodat? Oder Olodak. Wie heißt das nochmal? Olodak. Okay. Kenne ich es auf jeden Fall. Ich hoffe, man spricht es so aus. Punika, und zwar ist das was Besonderes. Frucht und Gemüse, Apfel, Kiwi plus ein Spritzer Gurke. Ui, habe ich so auch noch nicht getrunken. Dann habe ich hier Lipton-Eistee, Sparkling mit Kohlensäure, grünen Tee. Der ist mit Zitrone und Kaktusfeige. Dann haben wir Erdbeersaft. Da freue ich mich besonders drauf. Ich hoffe, ich darf das trinken. Ja. Und es gibt, was haben wir hier? Fritz Limo mit Zitrone. Genau, trinken darfst du das, wenn du die entsprechende Zahl würfelst. Ja. Ich glaube, wir bringen die heute nicht in Reihenfolge, sondern lassen die einfach so. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir haben einen 10er-Würfel und wir würfeln und schütten uns dann jeweils davon ein bisschen in unser Glas. Jede von uns hat so ein Glas mit Strohhalm. Und ganz am Ende probieren wir dann unseren selbstgemixten Cocktail. Ja, das wird interessant. Es gibt noch eine kleine Besonderheit. Zum Beispiel würfel ich jetzt die 7 und danach würfel ich noch einmal die 7. Jede von uns würfelt ja 5-mal. Ja. Ne? Wenn ich zum zweiten Mal die 7 würfel, dann darf ich mir nicht zum zweiten Mal das Getränk reinschütten, sondern dann gibt es Einhornbrause. Dann schäumt das Ganze auch noch. Genau, dann schäumt das Ganze auch noch. Da muss man sich ein Tütchen Einhornbrause aussuchen. Es gibt Waldmeister, Himbeer, Zitrone und Orange. Okay. Und dann muss man sich eben eins aussuchen und damit zuschütten. Ich nehme Himbeer und Erdbeer. Nein, ich darf es mir nicht aussuchen. Genau. Welche, was wäre dein Favorit? Was möchtest du auf jeden Fall drin haben? Ich mag gerne diese Limo. Ich mag auch gerne Eistees, aber obwohl die Kombination stelle ich mir auch wieder ein bisschen merkwürdig vor. Ich lasse mich einfach überraschen. Ja. Okay. Also ich bin total gespannt, ich freue mich auch richtig. Ich mag das hier super gerne. Ja, das mag ich auch gerne. Ich mag eigentlich jedes Getränk hier. Es ist jetzt keins dabei, was ich richtig blöd finde. Aber die Kombination wird vielleicht auch interessant. Ja. Vielleicht erfinden wir auch das neueste, leckerste Getränk. Der neueste Sommertrend. DIY-Getränk. Ja. wer möchte anfangen? Jeder 5-mal, ne? Ich fange einfach mal an. Ja. Die 1. Okay, dann mache ich Arizona hier auf. Genau, welche Sorte ist das? Green Tea? Das ist Green Tea with Honey, also mit Honig. So. Ich würde sagen, so ein Fünftel von einem Glas kannst du jetzt, also... Ja. Ja, nicht ganz bis oben hin, aber dass man sich schon mal so vorstellen kann, dass es dann ein Fünftel vom Getränk wird, ne? So. Der Grund ist gegeben. Also bei dir wird es auf jeden Fall schon so gut. Ich mag den super gerne. Mit Eistee. Mit Eistee. Eistee als Grundlage, ohne Kohlensäure. Ich habe auch die 1. Die 1, vielleicht haben wir ja beide am Ende das gleiche Getränk. Oh, ich habe glaube ich ein bisschen viel, aber naja. Es ist ja noch einiges drin. Genau. Okay, zweite Runde für mich. 5. 2, 3, 4, 5. Limo. Die ist die mit Kohlensäure? Ja. Ja, Limo ist mit Kohlensäure. Sehr sauer und sehr sprudelig. So, unser 10er-Würfel. Für diejenigen, die den 10er-Würfel noch nicht kennen, der ist so lila, witzig geformt. Mit 10 gleichen Seiten. Die 3. Genau. Nochmal Tee. Es ist grüner Zitrone, Kaktusfeige. Ganz schön schwer ist der. Schwierig zu öffnen. Sind das 2 Liter? Ja, 2 Liter. Oh. Können wir uns noch einige Getränke mixen? So, zu meinem Eistee kommt jetzt nochmal Eistee. Powerade ist bestimmt auch lustig. Da sieht dann interessant aus. So richtig Farben, schöne Farbe. Und der riecht auch so gut. Bitteschön. So. 4. Erdbeersaft hast du dir ja gewünscht. Ich halte mal dein Glas, dann kannst du es einschütten. Dann sehen wir auch alle hoffentlich, wie sich die Farbe verändert. Wow. Sehr schön. Das sieht schon mal sehr lustig aus zu dem Pink. Guck mal, aber du hast nach 2 Getränken weniger als ich nach 3. Ich habe ein bisschen mehr eingeschüttet immer. Mich ein bisschen verschüttet. Ich lasse Platz, falls noch die Brause mit rein muss. Ja. So, jetzt. Getränk Nummer 3. 4.
Erdbeer. Oh, unsere Getränke sind wirklich total ähnlich. Es ähnelt sich eigentlich noch. Schade. Mhm. Aber wenn wir jetzt wirklich am Ende genau das gleiche Getränk haben, dann müssen wir die Spiele ja, ich noch, hab ja, achso, noch ja, mal machen. Es könnte sich jetzt natürlich noch kreuzen, dass ich noch den grünen Tee bekomme und du noch die Limo. Achso, ich wollte schon das Glas da reinstellen in die Kirche. Kathi behält einfach die Erdbeersaft. Okay, 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 da ist er. Wir haben heute hier so eine hohe Mauer vor uns. Die drei. Das ist wirklich jetzt genau das gleiche. Es wird ähnlich. Ja. Sollten wir wirklich am Ende genau das gleiche Getränk haben, dann spielen wir das Ganze nochmal. Wir können es aber natürlich auch so nochmal spielen. Natürlich. Ich finde es super spannend bisher schon. So, und ich habe die vier. Das heißt, es gibt Brause für mich. Ich nehme mir Himbeerbrause. Einhorn-Himbeerbrause. So. Das ist ein schönes, pinkes Getränk. Und dazu, ist doch spannend auf jeden Fall. Ich rühre das Ganze ein bisschen ein. Riech mal. Riecht jetzt total heftig nach Brause. Himbeer. Okay, ich würfel. Echt süßen Einhorn, ne? Die Packung ist. Also, das ist Ahoi-Brause, ne? Ja, genau. Ahoi-Brause. Aber ist von Lutz Mauder Verlag. Mit einem Einhorn drauf. Deine letzte Zahl? Ist eine 4 und das heißt für mich auch Brause. Und wir haben überhaupt keine hohen Zahlen gewürfelt. Total komisch, was ist denn mit dem Würfel los? Es gibt guck immer nach, 7, 90, hier 8, 6, gibt es auf jeden Fall. So, ich ziehe blind den Waldmeister. Ich halte mal schnell dein Getränk hoch. Ja, halt mal schnell hoch. Sieht sehr, sehr komisch von der Farbe aus. Vielleicht hätte ich es doch nicht blind ziehen sollen. Der Schaum ist jetzt so grün, ne? So, jetzt würfel ich zum letzten Mal und dann heißt es schon probieren, komisch. Ne? Es heißt dann probieren. Zwei. Sparkling Eistee. Ich habe eigentlich nur Eistee und ein bisschen Saft drin. Ne? Verschiedene Eisteesorten. Ich habe ein bisschen Limo. Sparkling. So. Das schäumt jetzt noch ein bisschen mehr bei dir. Und ich schütte mir das jetzt einfach so auf, dass es auch ein volles Getränk wird. So. So, wo war der Eistee? Hier auf 2. Auf 2. Genau. Also beide Getränke haben oben eine Schaumschicht. Ja, eine Haben eine ähnliche Farbe. Passen auch super gut zu den Flamingos. Ja, haben wir gut gemacht. Schön Erdbeersaft mit reingemacht. Okay, dann wollen wir mal. Dann probieren eins, wir. 1, 2, 3. Oh. Es schmeckt ziemlich süß. Ugh. Und vor allem schmeckt man Himbeer-Ahoi-Brause. Boah, ich kann es gar nicht sagen. Also meins ist nicht so lecker, ne? Also meins ist extrem süß. Es schmeckt sogar ganz gut eigentlich. Man schmeckt den Waldmeister stark raus. Es ist irgendwie sauer. Wir können ja mal ein bisschen Platz machen. Ja. Damit man unsere Getränke sehen kann. Es ist extrem süß, extrem waldmeisterlich irgendwie. Aber auch Erdbeer schmeckt man raus und sauer. Bei mir, es wird total gut schmecken, aber diese Ahoi-Brause, die ist ja immer so komisch brausig im Mund. Oh. Willst du mal meins probieren? Ja, wir können mal. Es schmeckt ehrlich gesagt, jetzt fällt mir gerade ein, wie das schmeckt. Hast du schon mal so eine Berliner Weißer oder wie das heißt getrunken? Ja. Dein schmeckt aber ganz speziell auch, ne? Ja. Mein schmeckt besser, oder? Ja. Bei mir ist einfach dieser Waldmeister, der überhaupt nicht damit harmoniert. Das ist so, War auf jeden Fall aber super witzig. Ja. Ich könnte es direkt nochmal spielen. Mhm. Was sagt ihr dazu? Habt ihr Lust, dass wir das nochmal spielen? Wie hat es euch gefallen? Und vielleicht möchtet ihr das zu Hause auch nochmal nachspielen? Also es ist wirklich ein lustiges Spiel. Man kann auch total schön variieren. Man kann wirklich die Sachen nehmen, die man zu Hause hat. Man kann auch Wasser dazu nehmen. Ja, genau. Oder wenn man es auch gerne ein bisschen verrückter mag, kann man natürlich auch ein bisschen Hühnerbrühe oder Saft. Milch oder irgendwas dazu nehmen, ne? Ein bisschen O-Saft mit Milch mischen. Das ist dann so eine schöne. Wobei, Vanilleeis mit O-Saft ist super lecker. Ja. Ja, mir hat's gefallen. Was sagt ihr dazu? Ich habe schon gesagt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Genau, schreibt es unten in die Kommentare. Schaut natürlich auch bei unserer App vorbei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do It Yourself Inspiration. Tschüss! Tschüss.